ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, eine WM auch in diesem Jahr würde mich irgendwo da nicht tangieren. Da ist natürlich das absolute Highlight der Saison. Und klar haben wir noch eine Europameisterschaft und auch eine deutsche Meisterschaft später in der Saison. Aber die WM ist einfach das wichtigste Turnier des Jahres. Langzeitplan ist ja erstmal, dass wir 4 Jahre lang Gas geben wollen und halt 2016 so unseren absoluten Höhepunkt oder unser Leistungsniveau dann voll ausschöpfen wollen. Diese Erfahrung, die Julius aus den letzten Jahren mitbringt, ist ein riesen Vorteil, den wir haben. Er ist sehr sensibel, was Situationen angeht, wenn es mal nicht so läuft, kann da darauf einwirken, bevor irgendwas richtig aus dem Ruder läuft, wo ich selber dann manchmal noch ein bisschen hinterherhinke in der Wahrnehmung. Das ist einfach. Das ist einfach ein gutes Arbeiten. Also unsere beiden konkurrierenden Teams, die haben da sicherlich den Vorteil, dass sie schon länger als Team aktiv sind. Aber auch bei uns wüsste ich jetzt nicht, warum soll man ein Viertelfinale verlieren und nicht ins Halbfinale einziehen. Also ich hatte da relativ lange mit so einer Hüftproblematik zu kämpfen. Und ja, als wir dann irgendwann mal dachten, dass wir es im Griff haben, ist dann auch noch ein Muskelfaserriss passiert im Oberschenkel. Das ist natürlich alles ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber ich glaube, ich bin in guten Händen und bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass es bis nächste Woche dann passt. Bisher sind die Reaktionen eigentlich sehr, sehr gut. Wir steigern das von Tag zu Tag und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir dann nächste Woche Dienstag an den Start gehen können. Die Vorfreude ist gerade wieder da und auch so nach diesen anstrengenden 2 Wochen, wo man auch nicht wusste, wie es weitergeht, ist das ein gutes Gefühl, wieder zusammen auf dem Platz zu stehen.